Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Deponia-Part, auch wirklich So, nur ein sind Part nehme jetzt ich jetzt endlich auf. alle Sorgen und Ängste beseitigt? Naja. Sehr gut. Dann los, bevor unserem blutrünstigen Geisterelefanten noch Fangzähne wachsen. Ja, ich nehme nur ein Part auf, weil ich bin todesmüde, ey. Ist jetzt Er gerade macht Witze, oder? Ganz auszuschließen ist es nicht. 7:15 nachts. Was gefunden? Nichts. Und eine Abzweigung gab es auch nicht. Wie bei mir. Dann kommen wir offenbar zu spät. Na, so schnell schießen die Russen nicht. Vielleicht ist er auch über diese Leiter entwischt. Ein Elefant, der Leitern klettert? Du hast einfach keine Fantasie. Beziehungsweise morgens. da ist eine Leiter. Ja, gibt's hier irgendwie vielleicht ein Hütchen oder so? Nee, aber wir haben eine Kurbel. Was auch immer die bringt. Ihr seht nichts. Und ihr seht oben eine FPS-Zahl. Das ist bei Steam so eingestellt. Eigentlich. Hier sind wir also. Verdammt clever. Und? Wo ist jetzt dieser Elefant? Zack. Aber immerhin kennen wir jetzt sein Versteck. Wir könnten zurück in die Vergangenheit und ihm eine Falle stellen. Ich weiß nicht. Reicht denn die Zeit dafür? Zeit ist deine Abteilung. Können wir nicht einfach noch ein bisschen weiter zurückspulen? Dann baue ich die Falle kurz, bevor ich dir beim Einparken helfe. Ich kann's versuchen. Ich glaube, ich habe noch ein Verstärkungsglied auf der Ladefläche. Aber viel wird nicht rauszuholen sein. Nicht viel ist mehr, als ich von dir erwartet habe. Oh, nett. Zeit, mein Gewinnergesicht aufzusetzen. Wir haben einen Plan. Ach, wir müssen nicht mal was selber machen. Was macht der? Okay. Das macht das Spiel von alleine. Nett. Nett. Was für ein Albtraum. Ich hatte vom Ende der Welt geträumt und bin dann auf Elefantenjagd gegangen. Obwohl, war das überhaupt ein Traum? Es kommt mir im Nachhinein so real vor. Sicher ist sicher. Vielleicht sollte ich lieber diese Elefantenfalle bauen. Oh, ich fühle mich so tot, ey. Also wenn ich jetzt irgendwas verkacke, ne, Leute? Irgendein Rätsel nicht packe oder so, dann ich schieb's auf meine Müdigkeit. Definitiv. Luke. Runtergehen. Wie? Können wir jetzt damit irgendwas machen? Immer noch nicht. Diese kryptischen Schilder und seltsamerweise. Nicht ohne Knickerfolie. Niemand kann behaupten, nicht. Ah, nein, Moment. Warte, das Seil nehmen? Nein, Moment. Erstmal müssen wir runter. Die Kurbel hoch, runter machen. Genau. Dann die Leiter nehmen. Das Seil. Nein, ich will eine Elefantenfalle, keinen Fallstrick für Rollatorpiloten. Okay, Moment. Dann vielleicht so rum? Ich hätte das jetzt irgendwie erwartet, so. Bei einer Springfalle wäre das der perfekte Ort, um das Seil umzulenken. Aber dafür fehlt ein Umgelenk-Dings, wie die Profis es auszudrücken pflegen. Wie die Profis es ausdrücken, okay. Stimmt. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Mhm. Schrott mit dem Seil? Wozu die Mühe, einen passenden Anker zu finden? Ich nehme doch schon Toni mit. Okay, Moment, wir brauchen irgend so ein Drehdings. Mir fällt der Name selber nicht dazu ein. Ah, nicht ohne. Niemand kann behaupten. Knickerfolie? Noch nicht. Ich muss erst die Elefantenfalle bauen, okay. Und?
Schon fertig mit deiner Elefantenfalle? Dann war es also gar kein Traum. Natürlich nicht. Bist du etwa gerade erst aufgewacht? Du hattest einen ganzen Tag Zeit. Ich hab verschlafen, okay? So was passiert. Aber ich musste die ganze Strecke von Porta Rustica noch einmal fahren. Mach dir mal nicht ins Hemd. Die Falle ist ja so gut wie fertig. Okay, wir können da also nicht lang. Können wir oben lang? Oben können wir auch nicht lang. Wir können auch locker hier lang, oder? Ja. Okay, super. Porzellan Rufus müssen wir dann locker nehmen. Das ist genau das, was ich für meine Elefantenfalle brauche. Bei Lichte besehen, so nützlich war es auch wieder nicht. Okay. Knickerfolie. Ich probiere es erstmal mit dem praktischen Griff. Aber gut, dass ich noch einen Ersatzplan in der Hinterhand habe. Okay. Toni will immer, dass ich die Klobrille runterklappe. Aber jetzt, ich kann... Kannst du die mal nehmen, Rufus? Schon toll, so ein Geweih. Moment. Ha, Bullseye. Und da behauptet Toni immer, ich könne bei Klobrillen nicht zielen. Witzig. Fast. So, dann gehen wir Schacht lang. Dahin. Klobrille. Hierhin? Nee. Machen wir mal so. Dann die Klobrille damit. Diese Schilder sind so. Die brennen nicht mal die. Wozu Seil. Die Mühe? Ich nehme doch. Luke wieder zumachen, okay. An der Luke muss ich nichts verbinden. Sie tut genau, was sie ist. Luken. Mach sie wieder auf, genau. Geh wieder runter. So. Wie soll ich das denn jetzt machen? Kacke. So. So. Bei einer Spring, aber da wie die. Mann, Diese Schilder sind so. Die brennen nicht mal. Okay, Moment, was soll ich machen? Toni will immer, dass ich die. Aber ja. Jetzt mal unter uns. Klobrille. Ich kann einfach nicht, wenn ich mich beobachtet fühle. Es gibt viele Methoden, eine Klobrille zu benutzen. Diese hier ist mir. Diese hier ist mir nichts neu. Es gibt viele mit die. Okay. Wecker. Alles klar, warum habe ich einen Wecker in meinem Urlaub? An. Aber der neue. Wie mache ich das jetzt? Auf nach. Hä? Verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Außerdem. Hä, Moment. Kann ich das Seil. Kann ich das nicht mit dem. Wozu die Mühe, einen passenden Anker zu finden? Ich nehme doch schon Toni mit. Okay, das funktioniert nicht. Das können wir auch nicht machen. Bei einer Springfalle wäre das der perfekte Ort, um das Seil umzulenken. Aber dafür fehlt ein. Wie die. Ja, umgelenkte Gedingens. Ja, macht Sinn. Können wir hier vielleicht. Ne, wir können hier aber auch nicht hoch. Haben wir hier noch was? Nee, hier haben wir nichts mehr. Hier aber auch nicht, ne? Hier haben wir auch nur die. Nee, hä? Die Gläser können wir auch nicht nutzen. Seil, Gläser, Luke, Gashebel. An der Luke muss. Sie tut genau. Luken. Ja, genau. Sie tut genau das, was sie soll. Diese Schilder sind. Die brennen ja nicht mal die. Hä? Nein, ich will eine Elefantenfalle bauen. Keinen Fallstrick für Rollatorpiloten. Ach komm. Weg damit! Diese Dinger haben mir lange genug die Sicht auf die Knallgasschlote versperrt. Okay. Wieso haben wir die Schilder jetzt nicht? Das ist unfair. Halterung. Nicht gerade der gemütlichste Platz für ein Außenklo. Aber was raus will, muss raus. Okay. Ich will eine Elefantin. Okay, jetzt müssen wir es wieder hoch machen. Dein Ernst? Ach Leute, es tut mir leid. Ich bin einfach. Nee.
Der Part ist doof, ich weiß. Aber bevor wieder gar nichts kommt, tut's mir leid. Nee, warte. Bevor wieder gar nichts kommt, ist es besser so. Die Falle ist gestellt. Dieser Problemelefant hat meinen letzten Nerv getötet. Und wird danach sein rosarotes Wunder erleben. Nice. Können wir jetzt mit ihm reden, genau? Wie jetzt? Du bist schon fertig? Hatte ich eine Wahl? Du hast viel zu lange gebraucht. Ja, aber dieser ganze Aufriss diente doch nur dem einen Zweck, dass du die Gläser nicht kaputt fährst. Und jetzt kannst du einfach so ohne mich einparken? Das gibt's nicht. Das hängt mit der Komplexität von Zeitreisen zusammen. Schwierig zu erklären, noch schwieriger zu verstehen. Du hattest die Rückspiegel falsch eingestellt, ne? Ich kann gerne wieder vorfahren, wenn du möchtest. Nee, lass mal, passt schon. Nice. Und jetzt? Dann rede ich nochmal mit ihm. Vielleicht gibt's irgendwas zu sagen noch. Hey Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch. Ich betrachte das. Man sieht beides. Okay. Und? Nochmal mache ich das nicht. Ist auch nicht nötig. Und während ich in aller Ruhe Toni holen gehe, zuschnapp. Rüssel ab. Wird schon schief gehen, was? Und wie? Die Falle ist gestellt. Okay, dann holen wir jetzt Toni. Das müssen wir nicht nochmal hören, genau. Och Gottchen, ey. Ich fühle mich so tot, Leute. Hey Rufus! Nein. Kürbisla. Geh weg. Das hatten wir auch schon. Och Mensch. Dass es sich alles wiederholt, ist ein bisschen doof. Ist jetzt zwar auch nicht alles, aber halt ein bisschen. So, Toni. Ich muss die. Achso. Also, um nochmal auf mein. Jedenfalls. Nein! Oh. Habe ich jetzt gesagt? Okay, ja. Gut, ich habe gesagt, okay, wir müssen los. Das haben wir alles eh schon einmal gehört. Na, das wird. Zack. Raus. Da lang. Runter. Bernards Hütte. Ich hab aus dem Spiel geklickt. Ich hab OBS geschlossen. Also nicht geschlossen, aber. Danke. So. Toni, nein! Nicht den Elefanten freilassen! Er ist ein niederträchtiges, pinkfarbenes Ungeheuer! Wer ist das? Schau dir deinen Elefanten mal genau an, Rufus. Und? Fällt dir etwas auf? Mir fällt auf, dass der Konstrukteur der Falle ein Genie gewesen sein muss. Ich meine am Elefanten. Ach, jetzt sehe ich's auch. Er ähnelt einer drexikanischen Pinata. Meinst du, es fallen Leckereien heraus, wenn ich dagegen schlage? Aua! Sein Herz. Alles voll. Aber Moment mal. Diese Bonbons kenne ich doch. Sind das nicht dieselben, die deine Mutter immer lutscht? Das ist gar kein Elefant, sondern deine Mutter. Was du nicht sagst. Bitte nicht zu hart zuschlagen, okay? Warte kurz. So, du hast genau einen Satz. Das war ein Versehen. Ich hatte mit einem fetten rosa Elefanten gerechnet. Und, naja, schau doch selbst. Und das war dein Satz? Das war mein Satz. Toni? Du hast vergessen, mir das Nasenbein zu brechen. Zack, kaputt, weinen, lachen, vergeben, das ganze Zeug. Toni? Ich kann mir nicht helfen. Ich finde meinen kleinen Fauxpas absolut nachvollziehbar. Total.
Was ist passiert? Keine Panik, ich habe alles im Griff. Es sieht aber nicht danach aus. Wenn überhaupt, scheint mir deine Freundin noch wütender als zuvor. Ich sagte, ich habe das im Griff, okay? Aber die Zeitlinie. Scheiß auf deine dämliche Zeitlinie. Ich habe hier echte Probleme. In der echten Welt, okay, Gammelgeist? Ja, Mann, ey. Das muss ein Albtraum sein. Ja, glaube ich auch. Vergiss es, Paps. Nichts, was du sagst, könnte mich umstimmen. Das hat deine Mutter damals auch gesagt. Die Worte frische Kekse haben es schließlich getan. Klopfe die Klopf? Hey, Rufus. Hallo, Bernhard. Wie schlimm ist es diesmal? 9,8, würde ich sagen. Mach eine Runde 10 draus. Du sprichst noch mit mir. So schlimm kann es also gar nicht sein. Ach, komm schon, Tony. Okay, es tut mir leid. Da, ich hab's gesagt. Zufrieden? Du checkst es einfach nicht, oder? Du Schade. Kannst nicht ständig alle Zelte abbrennen und trotzdem hoffen, dass es so bleibt wie immer. Irgendwann ist Schluss. Und dieser Augenblick ist jetzt. Aber darum geht's doch. Alles ist bereit. Wir können endlich nach Elysium, zu neuen Ufern. Das ist kein neues Ufer. Das ist dasselbe dämliche Ufer wie beim letzten Mal. Und bei dem davor. Und am Ende wird es sich als Sackgasse herausstellen. Und da liegst du eben falsch. Zufällig weiß ich genau, dass ich es schaffen werde. Ich hab's nämlich gesehen, jawohl. Aber nicht mit dir. Oh nein. Ich werde eine Elysianerin kennenlernen. Eine, die mich versteht. Rufus? Tja, da guckst du, was? Diesmal mache nämlich ich Schluss. So, such dir einen anderen Idioten, der dich und dein Gemecker aushalten muss. Du hast mich ausgehalten? Oh, oh. Genau. Aber meine Geduld ist am Ende. Du hast mich ausgehalten? Toni, beruhig dich. Ach du lieber Lumpi, das ist eine Katastrophe. Entspann dich. Toni hatte schon immer diese Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Drehen wir halt nochmal die Zeit zurück. Oder, Wir lassen es einfach. Das Chrono-Car! Was haben wir getan? Wir haben den Lauf der Geschichte unwiderruflich verändert. Beruhig dich mal. Toni wäre auch so nicht mitgekommen. In meiner Vision verlief der Streit ganz ähnlich. Bis auf ein, zwei unbedeutende Details vielleicht. Was? Aber... Außerdem willst du eh nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Glaub mir. Bei Licht besehen war es eine ziemlich dämliche Geschichte. Hatte nicht mal ein Happy End. Aber wir waren uns doch einig, dass diese Vision nur ein Traum gewesen sein kann. Wieso? Weil es unmöglich ist, sich an Geschehnisse aus der Zukunft zu erinnern? Das... Oh! Genau! Ich wette, all das hier ist schon einmal passiert. Pläne, nach Elysium zu kommen, der Streit mit Toni und dass ich die Welt gerettet habe. Du hast was? Die Welt gerettet? Noch nicht. Und ob ich es wieder mache, überlege ich mir noch. Ach du liebes Lottchen, wie kann ich nur so dumm gewesen sein? Genau, denk über deine Fehler nach. Ich gehe derweil nach Elysium. Diesmal lasse ich mir mein Happy End nicht nehmen. Alles klar. Wie sollen wir den Ofen anmachen? Können wir irgendwie... Ich hoffe, Bernhard ist gut versichert. Ah. So machen wir den Ofen an. Brennt halt in unserem Mantel weiter, ne? Ist normal. Aber Leute! Auf geht's. Elysium, ich komme! Scheiße. Hä?
machst du? Rufus, du Pestbeule! Willst du mich umbringen? Das ist zwar Plan B, aber wir können gerne eine Phase überspringen. Na warte, du hast Toni das letzte Mal gesehen. Ich werde ihr verbieten, dich noch einmal zu treffen. Nur zu, ich bin eh durch mit ihr. Wie mit überhaupt allem hier. Jetzt musst du nur noch loslassen. Bist du wahnsinnig? Ich brech mir alle Knochen. Bei deinen Speckpolstern? Unwahrscheinlich. Können wir jetzt hier speichern? Ja, können wir. Okay, Leute, dann würde ich nämlich sagen, hier machen wir beim nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.